Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf der Karte auf dem Marsch, Version 2.6. Ja, ich wünsche euch mal allen einen schönen Samstag. Ja, ich bin bei und ja, will eigentlich mit einer Maus rausgekommen. Bin ganz gut. Anhänger muss runtergehen, Junge. Wieso geht er nicht runter? Jetzt geht's. Ja. Ich wünsche euch schönen Samstag, ne? Möge das Wetter schön sein. Jetzt kommt ja der Frühling, ne? Aber er sagt, wir haben ein bisschen kälter an, ne? Also, naja, gut. Kann ja nicht mehr lang dauern, ne? Auch wenn mal ein paar Flocken fallen. Großer Winter kommt nicht mehr. Das ist jetzt von der. Der Sonnenstand ist eigentlich dafür nicht mehr. Ich bin Stroh, deswegen geht nicht runter automatisch. Das ist eigentlich vorbei. So. Wie gesagt, wenn April ein Schneeschauer fällt, ist ja auch, kommt ja auch noch vor. Aber deswegen geht die Welt hier unter. Ja, hier werden noch Ballen gepresst. Und den Tieren Stroh, ne? Ballen pressen, das wird noch eine Weile dauern. Ja, ist halt so. Die zweite Wiese ist auch schon gemäht, aber da werden wir heute nicht mal anfangen mit Schwatten. Das machen wir in der nächsten Aufnahme-Session. Ist ja eigentlich schon bereit. Die Gerätschaften sind ja auch auf BGH schon da. Muss man nur Kurs programmieren. Beide losschicken, aber jetzt soll ja auch schön durcharbeiten können und nicht mittendrin aufhören. Deswegen mache ich das ab Montag wieder, ne? Also heute Tiere versorgen, den Rest dann eher, wenn es mit Pressen fertig ist, dann schlafen gehen und dann den neuen Tag starten, ne? Die Ballen müssen noch eingesammelt werden. Ja. Da kann man da schon mal das nächste Mal schon mal einlagern die Ballen, ne, für die Silage. Oh. Ja, Folge Nummer 6, ne? Wahnsinn. Das war ja so nicht geplant. Oh, Stroh hat gereicht. Gut, super. Das ist der zweite Stall. Ja, da machen wir drinnen. Werden wir gleich den nächsten Schwung nehmen für die Schweine. Obwohl, da haben wir auch ein Strohlager, aber ist egal, fahren wir hier mal ran. Strohpellets könnte man herstellen. Strohpellets, ja. Müssen wir eine Route einstellen, ne? Abladepunkt ist aber programmiert. Aber nächstes steht ja an, die Rübenernte, ne? Sobald die Ballen. Also morgen in-game die Ballen sammeln und noch was pressen und dann nachher schon mal was verkaufen noch für Geld haben für die Maschinen für die Rübenernte. Erstmal ein Gerät für das kleine Feld, das reicht ja und da genügt auch zwei Abfahrer. Machen wir die Schweine erstmal, dann gucken wir das nächste Ding nach, ne? Bereiten wir das nächste vor.
Wahnsinn. Ein Sound, ne? So ein Zappensound, ne? Ja, das ist verkehrt. Das ist unser Futter. Und hier war kein Stroh ab, ne? Bei hier irgendwas anderen. Und sagen, aber auf einen anderen Gedanken kann man sagen, ne, so was machen wir ja nicht. Mit Drogen habe ich nichts zu tun. Das würde Probleme, wenn welche existieren, nur verschlimmern. Also Finger davon weg. Wer es kann, auch von Tabak und Alkohol. Aber wie gesagt, alle alt genug, können sie allein entscheiden. Ich weiß noch mal, meistens, man den Raucher fragt, der sagt auch, auch hätte ich mal nie angefangen, ne? Ja, ist aber ja gut, ich sag mal, ist nicht weiter tragisch, ist jeder alt genug, ne? Erstmal Stroh drin lassen. Wenn ich Anhänger brauchen sollte zur Rübenernte, dann werde ich da sicherlich zugreifen. So, gucken wir mal. Die Pressen. Hafen. Am Hafen ist der LKW. Muss er die Silagebahn wieder einsammeln. Müsste mal hier probieren, Dollys, ob das auch so ist wie auf der Thüringen. Allerdings da ja Dolly-mäßig ganz schlecht, also vom Fahren her. Naja, gut. Dann mache ich ja weniger, das ist typisch. Aber ist einer fertig. Fahren wir mal runter vom Feld, ne? Der zweite braucht noch ein bisschen. Der hat ja mal nicht gewollt. Aber so im Großen und Ganzen geht das. Ne? Gut, die Nase. Euer auch. So. Wollen wir nicht sammeln, die Ballen, ne? Dann müssen die Drescher nochmal zurückgefahren werden, aber gut, das ist halt nicht so tragisch. Das ist. Wo befinden wir uns? Ich will ja. Jetzt muss ich gedanklich mal gucken. Zur Wiese. Verkaufen müssen wir. Naja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist mir aktuell. Ja. Fraglich, ne? Wann wir es machen können. Aber gut. Ich denke mal, wird sich schon mal die Zeit finden. Ne? Ich muss ja auch wegen Geld verdienen, ne? Oh, da sind da vorne rechts so viele Ballen, ne, die sind da links, ne? Links ist links, ne? Da, da ist alles voll. Wie holt mich jetzt? Ein bisschen. So. Muss ja gemacht werden, das ist ja auch nichts. Da haben wir auch einen. Gut. Ich glaube, der kann auch gar keine Ballen sammeln. Das könnte auch sein. Sogar sehr wahrscheinlich, dass so ist.
Gut, dann fangen wir irgendwo an, ne? Da müssen wir ganz vorne anfangen. Hab doch weiße und grüne genommen. Ist im Grunde egal. Hauptsache nicht dunkel, ne? Dunkel ist schlecht. Da würde ich zur Not morgen bei der Sonne, ne? Ja, ich bin Vollgas, ne? Und fahre nur 54, ne? Der könnte 110 fahren, aber wie gesagt, das ist ja hier so. Wieso liegt der jetzt auf der Seite? Kurvenfahren nicht programmiert. Und das ist das Schöne bei, wenn du in eine Feldreihe anfängst, gibt es eigentlich keine Probleme. Eigentlich. Gut, man kann es nie ausschließen, aber. Wie sind einige Heuballen dabei, aber das macht nichts. Mit dem kann ich leben. Ja, einen schönen Samstag. Und falls ihr morgen vergessen sollte, schönen Sonntag. Zeit vergeht schnell. Ja, dann die Rübenernte wird dann sicherlich auch noch kommen. Also morgen ist Tag 4. Ja, es kommt auf jeden Fall. 4 oder 5 kommt es auf jeden Fall. Beginnen mit einem kleinen Feld und dann mit einem großen Feld. Die Traktoren sind ja beschäftigt hier, ne? Im Gras ballen, wickeln. Und die anderen können auch noch fahren, das sind ja das Problem ist ja nicht. Ja, das ist ja. Die könnten auch, wenn die jetzt hier die gepresst haben, könnten natürlich auch Anhänger ziehen, ne? Auch die hier theoretisch gemäht haben. Könnten auch einen Anhänger ziehen, zwar nicht so schnell, aber das ist eine ganze Reihe nicht gemacht worden, beziehungsweise, naja gut, ich werde mal die Ballen sammeln und normal hier ansetzen, Entschuldigung. Ein paar Ballen sind es doch hier, die hier verschenken sonst, ne? Nein, gut. Ja, doch. BGH mit ein bisschen Geld. Zahlt schon nicht so gut, ne? Aber das ist halt original eingestellt, ne? Ich hab dann meinen Preisschrauber nicht gedreht. Das finde ich persönlich. Man muss nicht so nehmen, wie es ist. Bleibt mal so, ne? So. Nehmen wir gleich die Ballenpresse und machen dann gleich fertig. Ja, hier ist pH-Wert schlecht, aber das ist kein Problem. Hier könnte man Gärreste ausbringen. Das wäre eine Möglichkeit. Müsste man nur schauen. Ja. Die Aussaat müsste erfolgen im Herbst. Ne? Mal gucken mal ganz kurz. Gärreste, Weizen, haben wir Zeit. Bis zum Winter. Ich meine, gut. So ein bisschen, drück mal ganz vorsichtig aus. Wenn ich in diesem Zeitraum die Aussaat mache, ist es okay. Im Winter, wenn es. Nee. Das macht, glaube ich, kein Bauer. Zumal er sich eh nicht drauf verlassen kann. Wegen der Witterung, ne? Es kann schon im Januar recht kalt sein. Also, das ist theoretisch. Oder sehr wahrscheinlich gar möglich, ne? Obwohl im Januar ziemlich häufig auch sehr wildes Wetter haben, aber kann auch anders, ne? Und da sind Feldarbeiten ja, ungünstig. Was der Motzer ausmacht, ne?
Der macht dann immer noch Feld rein. Kann man Lichter machen, ne? Na, das klappt so nicht. Schon weil die falsche Richtung ist, dann machen wir doch selber. Dann machen wir doch selber. Jo, jo, jo. Waren schon Zähne durch. Dachte ich auch, das kann man ein bisschen schneller machen, aber es klappt so nicht. Aber das habe ich vorher schon gewusst, dass ich dann die Nacht davor zu wenig geschlafen habe und dass ich hinterher nicht so munter bin, ne? Ist ja halt so. Und das hatte ich eigentlich schon mit einkalkuliert. Und dann nach dem Schlafen wurde ich nicht richtig munter. Kam das nächste hinzu und dann hat sich hingezogen. Aber heute. Das möchte ich gerne heute abschließen, dass ich mal vormittag bearbeiten kann. Das Bearbeiten ist nicht so tragisch, in Anführungszeichen, wenn es alles fertig ist. Ne? Das ist ein 8000er Ball, ein bisschen besser. Auch für die BGH. Muss ich weniger hinrennen. Ne? Das kann man hier mit K ändern, also die Menge. Ist eine feine Sache. Schade, dass die Ballenpressen alle die gleiche Größe haben. Ne? Gibt auch Unterschiede. Ne? Dass man sagt, okay, den 155er bezahlen ein bisschen mehr. Und gut ist. Ne? Aber wie gesagt, seien zufrieden, dass die überhaupt ein Kredit dabei sind. Ne? Oh, die machen ziemlich einfach, weil auch die ganzen Sammelwagen auch passen müssen. Ne? Das ist ja auch ja gut, da müssen wir manuell mit dem Traktor und mit dem Spieß aufsammeln. Ne? Die Theorie wäre dann so. Ne? Ich lasse die mal hier stehen. Weil, falls da irgendwas nacharbeiten ist, kann man garantiert nutzen. Ne? So. Da war ganz gut geerntet hier. Na hier, hat doch einer Probleme gemacht? Gibt's doch gar nicht. Das ist aber jetzt... Na gut, aber die Chance andersherum ist größer, ne? Also genau in der Spur, wo er fährt, geht schon mal weg. Dass die Ballen dann da rumliegen, ist ungünstig, ne? Da bin ich mir ganz gerne dabei und überwacht die Sache. Gut, Weizen ist dann auch voll bei der Brauerei. Dann müsste ich wieder bei Gelegenheit Wasser fahren. Machen wir dann morgen oder die nächsten Tage. Wie gesagt, der Hopfen wird sowieso nicht reichen. Das reicht sowieso nicht. Das spätestens im Frühling alle. Müsste nur mehr Zeit haben. Ne? Na gut, man kann ja auf 1 durchspielen. So ist ja nicht. Ne? Das ist ja nicht, dass wir jetzt unbedingt auf 5 oder 10 arbeiten müssen. Aber wir haben in der Haupterntezeit können wir uns ja die Zeit nehmen. Da ist ein Heuballen bei. Könnten wir theoretisch rausnehmen. Aber das so kriegen wir mehr raus von der Wiese, als wenn wir jetzt theoretisch nicht schwatten würden. Ne? Dann wäre es entsprechend vom Traktor nicht so ideal hingelegt. Ne?
Ist ja leider so. Da lege ich auch für Thüringen Traktoren zu nehmen mit Schneidwerk. Weil Traktor kannst du immer verwenden für andere Sachen, ne? Für, ja. Die Krone steht dann rum, ne? Und Traktoren habe ich da nicht genug normalerweise. Gut, bei der Ernte nicht. Also wenn die ganze Arbeit, die du machen musst dabei, also von Zettern und Schwatten, brauchst du etliche Traktoren. Wenn du dreifach, ich muss mal wieder mal nachziehen, ne? Manuell. Obwohl, die Arbeitszeit haben wir nicht. Die eine Bahn zieht er eh noch nach. Zwei insgesamt. Die Tonnen, naja, gut. Gras ist nicht ohne, das ist ja gepresst, ne? Das ist ja viel Masse auf einem kleinen Raum, kann man sagen, ne? Das ist ja nicht so meistens blockig und alles auch. Vielleicht ist der andere mit der Milch alle, kann sein. Gut, dann mache ich jetzt heute keinen Kopf mehr. Werden wir nächste Woche vom Stall fahren lassen. Heute Nacht kann die BGA, Quatsch, die Molkerei noch arbeiten. Und den Rest wird halt so, ne? Kommen ja nicht einen guten hinterher. So, drei Ballen noch. Abstellen. Der Wahnsinn. Oh, oh, Überlänge. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Am Sonntag. Ansonsten sehen wir uns Montag wieder. Oder auch immer, wenn ihr Lust habt. Ne? Tschüss. Ciao. Bis zum Gehen nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal dickes Dankeschön fürs Reinschauen.